Hola, ich vertraue deinen Männern nicht. Ich vertraue meinen Männern. Tja, hat man ja gesehen, Mira, dann haben drei Leute dich verraten, weil ich gesagt habe, tu, und sie haben es getan. Sind die zufällig auch hier? Ich würde gerne nochmal mit denen reden. Wieso würdest du gerne mit denen reden? Ja, weil ich weiß, dass sie zwei es bereuen. Wirklich? Ja. Wenn sie es bereuen, wieso nimmst du sie nicht wieder? Weil sie trotzdem Verräter sind. Wie oft, du bist doch auch ein jemand, der ein Verräter ist. Du hast es doch in deinem Blut. Kev, dankeschön. Ja, nur mache ich es für meine Familie. Und die haben es nicht für ihre Familie getan, die haben es für eine andere Familie getan. Richtig. Verräter ist Verräter. Wenn sie für ihre Familie nicht verraten. Es kommt auf die Situation drauf an, Romano. Du bist allgemein ein Verräter. Das stimmt nicht. Doch, doch. Wenn ich dir ein Tier zuordnen müsste, was denkst du, welches Tier wäre es? Gute Frage. Nein, du weißt es. Sag es. Na los, sprich es aus. Ratte? Korrekt. Ja. Aasgeier, Schlange, Hyäne. Das könnte auch alles passen. Du hast nichts. Sonst überlebt man hier nicht. Sonst überlebt man hier nicht. Oh, und wie habe ich überlebt, Gashi? Wie habe ich hier überlebt, Waldet? Sie sind schon lange hier. Ich bin schon lange her, ja. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Was habe ich dir jemals angetan? Nichts. Keiner hat mir was angetan. Ich habe sehr vieles mitbekommen, dass du wie ein Köter behandelt wirst. Von dem, dessen Speichel du leckst. Ja, das haut dich um. Ich weiß. Nein, schon. Alles gut. Ich frage dich jetzt, René 583, danke für 12 Monate. Ich frage dich jetzt, was habe ich dir angetan, jemals? Wirklich nichts. Ich habe auch nichts gegen sie. Wie kommt es denn zu deinem Werdegang? Du nimmst meine Route auseinander, wo wir uns kennengelernt haben. Ich jage dich. Du leistest deine Schulden ab. Du machst meine Route weiter kaputt. Irgendein Pendejo kommt hier in die Stadt. Du bist auf seiner Seite. Arbeitest gegen mich. Verrätst mich. Arbeitest immer noch gegen mich. Belügst aber mich. Betrügst mich. Das ist ja schon mal falsch. Weil wo er in die Stadt kam, da habe ich mit dem Stress gehabt, das hatte kein anderer. Also ja, ich war dabei. Ich war dabei. An diesem Tag habe ich sogar versucht, dich zu schützen. Ich musste Miete zahlen. Ich weiß. Dafür, dass ich verraten habe, dass sie auf der Waffenroute waren. Er hat es bis heute nicht zugegeben, dass das war. Erstmal das. Und zweitens habe ich dich da versucht zu schützen. Ja, aber das hat halt nichts gebracht. Er hat uns halt trotzdem gefickt. Der Wille zählt bei manchen Leuten nicht mehr und du bist das genauso stimmt. Jemand. Doch, der Wille zählt, natürlich. Wie konntest du denn davon kommen? Dass du ihn verraten hast an mich. Ich versucht habe, dir zu helfen. Er hat dich kaputt gemacht, Mirna. Und dann wurdest du zu seinem Speichellecker. Jedes Mal, wenn er in die Luft gespuckt hat, Mirna, hast du es mit deinem Mund aufgefangen. Das stimmt nicht. Jedes Mal. Es hat noch nie den Boden berührt, seine Spucke. Immer nur in deinem Mund. Mr. Wittgen, haben Sie gute Freunde hier? Nein. Haben Sie eine Familie, wo Sie sagen, Sie haben da einen guten Freund drin? Eventuell. Wieso? Ich habe bei Rivera ganz viele gute Freunde. Zum Beispiel? Clara, Naida, Edo. Warte mal. Ich muss was. Danke, Leopard. Sehr, sehr wichtiger. Sehr, sehr wichtiger Einsatz von dir. Wie heißt die? Clara? Ja, zum Beispiel. Wie kann es sein, Mira, dass ich niemanden, keinen Namen mehr höre als Clara? Bei Rivera. Ich höre nicht mal den Namen Mendes so oft wie Clara. Ach so, ja, weil sie die Geschäfte macht. Sie macht die Geschäfte? Sie sorgt für Unruhe im Jirda, jedes Mal, überall. Ich weiß nichts davon. Okay. Gut. Also ich weiß, alles klar, ja, Clara, weiter. Naila. Ja, du hast ja nur Chuchas als Freunde, was ist los mit dir? Enno. Weiter. Vako zum Beispiel auch. Ist auch ein guter. Capo war auch da. Ist auch ein guter. Wow. Ja, das sind meine guten Freunde. Was für Freunde hast du bei mir? Boah, eigentlich nur La Kika. Tja, das ist der Unterschied, Hermano. Du sagst, du bist deiner Familie treu, aber handelst aus egoistischen Zügen, weil du Leute dort drin hast. Das stimmt doch nicht, weil seitdem La Kika bei euch ist, habe ich keine einzige Sache gegen euch gemacht. Ja, sag ich doch, ich bin noch nicht fertig, es geht doch auch um uns. Du handelst aus egoistischen Zügen, weil deine Sympathie für manche Leute da ist. Hättest du im Namen deiner Familie gehandelt, hättest du niemals Streit mit mir angefangen. Auf kurz oder lang, Hermano. Mr. Bitcoin gewinnt. Ob du willst oder nicht, Kashi.
Ob du willst oder nicht. Ja, das ist auch so. Aber trotzdem muss man sich stellen. Und wenn man nur davon wegrennt und sich immer ins Gesicht spucken lässt, Du dann musst dich doch aber nicht geht in das diese immer so scheiß weiter. Position bringen, Mirda. Du musst dich doch gar nicht in diese Position bringen. Was habe ich dir getan, Mirda, frag ich dich. Dass du mich so lange verarscht und du sagtest nichts. Und Sie haben jetzt mir habe ich nichts meine getan. Antwort. Ich habe nichts gegen Sie, nichts. Ich habe Nein. gegen keinen einzigen Menschen hier was. Belüg dich nicht selber, Waldet. Also doch, vielleicht ein, aber sonst gehen kann. Ja, wen denn? Supremo, aber ich glaube, den kennen Sie nicht. Ich kenne Supremo von Lloyd. Ja, genau der. Fitzilein, danke dir. Also wenn du was gegen Supremo hast, dann kann das auf jeden Fall nicht an mir liegen, sondern muss an dir liegen. Auf jeden Fall. Brauchen Sie was, Mr. Redcoin? Du brauchst was. Weißt du, was du Ich brauchst? brauche nichts. Du brauchst mal ein bisschen Männlichkeit. Du läufst wie eine kleine Hure hier rum. Ich ekel mich vor deiner Fresse, Mirda. Du scheffelst und bückst dich den ganzen Tag. Für Leute, die Für dich zum meine kleinen Familie. Köter machen. Ich ekel mich so abgrundtief vor dir, Mirda. Ich könnte dir in die Fresse pissen, Mirda, und du würdest besser aussehen. So ekelhaft bist du. Hör mir zu und genau, lausche meinen Worten. Ich höre zu. Ich werde dich zu meinem Feind machen, indem ich dich von dieser Stadt abschneiden werde. Kein Problem. Solange Rivera denkt, dass wir an die Macht sind, no problema. Aber sobald ich mein Recht wieder habe, schneide ich dich ab, Mierda. Wie Pago Miglos Bein. Und dann wirst du hier mit niemandem mehr reden. Ich werde dich so ausgrenzen lassen, Mierda, wie du nicht mal von deiner eigenen Mutter ignoriert wurdest, die dich weggeschmissen hat, weil sie gesehen hat, dass sie einen Verrätersohn hat. Selbst deine Mutter hast du verraten, selbst dein Vater hast du verraten. Ich hab niemandem das, Du meine bist ein Familie, Verräter meine in Heimat. Person, Mirda. Ich scheiß auf dich. Ich habe dir ein paar Ist das lobende so? Worte zugesprochen und ich bereue es. Mein Gott, Digga. Manchmal macht man Sachen, die man bereut, oder? Ja, okay! Jetzt geht's. Ja. Ja. Also, Was war das für eine Scheiße? ja, keine Ahnung, Wassergänge, Alter. Dankeschön. Stimm mir nicht zu, ich hab nicht mit dir geredet. Hallo. Diego. Ja. Ab jetzt jede Familie, die mit Gashis zu tun hat, vertrauen wir nicht. Wir machen eine Liste von Leuten, die mit Gashis zusammenarbeiten. Machen wir. Wir werden jeden, der unser Freund ist, davon überzeugen, dass sie mit Gashis nichts mehr zu tun haben werden. Nichts mehr. Mr. Redcoin, am Ende kommen alle zu uns. Ob sie wollen oder nicht. Und genau das ist das Mirda. Und genau das ist das Mirda. Diego, Jeder kommt zu den Gashis, Bitcoin. das Anwesen der Gashis übernehmen wir jetzt. Machen wir weiter die Aufstellung? Wir machen heute dort Aufstellung. Wir lassen die am Würfelpark ziehen. Alles gut, ich habe ganz viele Anwesen. Tja, wir sehen uns. Adios. Betritt mein Hauen neues Sie Anwesen, rein, Gashi, und ich richte dich und deine Mr. ganze Sippschaft hin. Bitcoin. Sie richten gar nichts hin. Wo ist jetzt mein neues Anwesen, Diego? Ich markiere ihn. Ja, so halb. Haltet euch fern von ihr. Wir dürfen aber halt nicht als erstes schießen. Ich will nicht als erstes schießen. Ja. Jetzt ist ab von dem Anwesen hier, verstanden? Runter. Ja, okay. Runter, 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 runter. Beeilt euch. Der ist unten an der Treppe, Diego. Ja, halt mal links. Einer muss links halten, lo. Eli, bist du am Funk? Eli. Eli, geh Funk. Der von der Treppe, ne, wenn der da hochkommt, Bruder, der droht dich komplett auf uns, ne? Rechts, Amado. Habt ihr den rechts an der Treppe? Nein, nein. Ich hab hier Chit, komm mal mein Essen. Nein, ich seh keinen, Bruder. Reis mit Hähnchen. Ich hab einen abgeknallt im Anwesen, direkt. Baronis. Haupttor. Ist keiner mehr da, oder was? Doch, 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 hier ist 100% noch einer, Diego. 100%. Geh weg von mir, sonst macht er Doppeltür, Bruder. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Noch ein? Hast du den? Ja, ich hab Ja, warte, dann ist nur noch Gashi da, dann ist nur noch Gashi Ich da. hab gar nicht Vinny, getestet. Dankeschön. Ja, okay, ich glaube, dann sind alle tot, ja? Sicher? Ey, Diego, ich glaube, oben auf dem Berg ist noch einer, ne? Ehrlich? Ja, ich glaube, ich habe deinen Kopf Der, gesehen. pass auf, der hat Range, ne? Falls Warte, einer da warte, sich ich lass selber kennt. mal.
Ah, ja, da ist einer. Ja, ich schlafe Bericht. Ich schlafe Bericht. Warte, der weiß nicht, dass wir den gesehen haben. Lass den kommen. Ja, meinst du? Ja, Bruder, der kann dich direkt da tippen. Der hat Peak. Der sieht, wenn du hochkommst. Ne, okay. Dieser Berg ist richtig ekelhaft bei denen. Er kann sogar bis zu Dach, wo deren Sitz ist, hat der Range von da. Ich hab so Dingens abgeknallt. Samet, danke dir. Hier, PSG. Stepan. PSG, der hat auf jeden Fall Range. Oder wir gehen von unten links rum von der Straße aus. So können wir den auch holen. Ja, komm. Aber wenn er auf andere Seite vom Berg geht, dann hat der dicke Peak halt, ne? Ja, das versuchen. Autofahrt. Das Auto nehmen. Warte, fahr, geh du. Ich verwirr den mit Auto, okay? Hast du geschossen? Nein, hast du geschossen? Nein, hier am Anwesen irgendwo. Das war ich wegen der Leiche. Ach so. Na, der Schuss hat es ja eigentlich nicht gegeben, deswegen. Bist du, wie weit bist du, Amado? Ich bin fast in der Kurve. Alles klar, Michael, okay. Bei dir. Ich gehe von rechts. Sag mir, wenn du hochgehst. Ich gehe jetzt hoch. Ja, okay, ich auch. Oder das Hände oben. Ich glaube nicht, dass er schießen kann. Oder wenn er jetzt uns holt, ne? Blamage. Ey, der hat Hände oben. Ja, mach Fesseln. Ich sehe kaputt aus. Das ist noch der okay. Rausgerannt ist. Was? Das ist doch der Mr. Bitcoin rausgeschickt. Ey, Jungs, ich bin Anwärter, ja. Oh, gracias, Medic. Gashi. Ja. Was ist los, Mierda? Wieso Kugeln? Wieso Blei? Ihr droht mir, dass ich nicht auf mein Anwesen kommen soll, wenn ich da hinkomme. Ich hab gesagt, halt dich fern, richtig. Was hab ich gesagt? Dass ihr uns dann fickt. Und wieso hältst du dich fern? Weil das mein Anwesen ist. Wer hat das gesagt mit ficken? Wer war das? Also hinrichten oder so, irgendwas. Aha. Okay. Halt dich doch einfach fern. Ich hab dir doch gesagt, Romano, dass du jetzt meinst. Gut, dann lebe ich ab jetzt in eurem. Du bist für mich wie ein Kaffee, Waldet. Du bist jemand, der hier nichts zu sagen hat. Nein, das glaube ich nicht. 100%, Romano. Du bist schon so lange hier und deine Familie ist immer noch Müll. Nur zum Arbeiten. Du bist für mich wie Sol Sevus in Dortmund. Aber was für eine Arbeit? Millennius in Dortmund. Das war's? Wer arbeitet da? Wer bist du nicht? Das war's. Die Dame, wie ist dein Name hier links? Hola? Ja, hey, Diego, Shelly? Hier aufgewacht mit wie ist dein Name? Shelly. Shelly. Wieso immer noch? Du hast mich letztens schon gefragt. Ja, so interessant bist du nicht, dass ich mir deinen Namen merke, Mann. Also kann sein, dass ich dich morgen wieder fragen werde. Wie ist dein Name hier vor mir mit den Kopfhörern? Memo. Du bist Anwärter hier? Ja. Wieso? Ich habe ganz viele Anwärter, also Schnauze. Ist der Einzige. Ich rede nicht mit dir. Wieso, Memo? Ich mag die Gashis. Ja, aus welchem Grund, sagst du mir? Kollegen von mir sind drin, ich mag Waldet. Okay, gut, also Sympathie, ansonsten nichts. Ja, doch schon. Was denn, sagst du? Ja, was sollen sie von mir hören? Was findest du an den Gashis so gut, außer dass du sie magst? Ja, ich mag die und ich mag die Familie, ich mag die Struktur hier. Gut. Was ist, wenn ich dir sage, du hast vorher versucht, in eine andere Familie reinzukommen? Ja, kann sein. Ja. Aber was ist daran so schlimm? Alles gut. Ich glaube, viele waren in anderen Familien. Ja, natürlich, klar. Der Unterschied ist aber, Romano, dass du versucht hast, in eine Familie reinzukommen, die haben dich nicht genommen und jetzt stehst du hier. Das ist der Unterschied, Memo. Okay. Tja. Und trotzdem ist er unser Anwärter seit ein paar Tagen. Soll ich dir sagen, Memo, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen, Romano, ich wusste trotzdem, dass er genau dein Werdegang ist. Zu Gashis kommt niemand einfach so. Zu Gashis, das ist wie... Oh, scheiße. Drei meiner besten Freunde gehen nicht ran. Dann gehe ich halt zu denen, den ich nicht so mag. Aber ich will nicht alleine heute chillen. Gashi war dein Plan Z, Memo. Nein, war es nicht. Ah, nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich die beste Familie, die hier rumläuft, richtig? Nein, als allererstes war ich sogar hier gewesen. Klaro. Und dann bin ich zu anderen gegangen. Natürlich. Und jetzt bin ich wieder hier. Das stimmt sogar. Er war vor 2 Wochen hier. Ich habe gesagt, ich kann dich nicht aufnehmen. Ich habe zu viele Anwärter und ich habe keinen Platz auf der Liste. Und Dann ist er wiedergekommen. Natürlich. Ich freue mich für dich, Memo, dass du dein Anwärter bist. Du wirst so viel Scheiße fressen in nächster Zeit. Du hast gar keine Ahnung, Mierda. Bueno. Mr. Sacco, wie ist dein Name? Eli. Oh. Der einzig wahre. Der einzig wahre, Mierda. Mach das doch nicht unangenehm. Doch. Was ist dein... Du hast eben gesagt, ich soll meinen Namen ändern, deswegen... Ostratz. Was natürlich. Ist der Unterschied zwischen dir und Eli Mierda ist, dass man sagen in der Stadt weiß, wer Eli ist und dich nicht kennt. Meinen Sie das? Nein, das weiß ich.
Sehr gut. Was ist deine Aufgabe bei den Flushies? Ich bin der Geschäftsmann. Ich mache alle Geschäfte. Lacht nur. Sehr, sehr seriös, Mann. Und denkst du, ein Sakko macht dich seriös und zum Geschäftsmann? Da gehört mehr dazu als ein Sakko. Nein, nein. Also die Geschäfte laufen blendend. Okay. Sehr gut sogar. Du bist der Geschäftsmann, richtig? Richtig. 5x5. 25. Was aber du was antwortest, du Versagerhaufen Scheiße, Mierda. Ist dein Name. Du hast ihm was gefragt, während dem er gefesselt ist. Natürlich das ist der dumme Mierda. Also. Hat was mit Höflichkeit zu tun. Naja, gut. Klar, sehr höflich. Wie ist dein Name hier? Danny. Danny. Wieso hast du einen Wischmopp auf deinem Kopf? Das ist, meine Frisur, ist kein Wischmopp. Verstehe. Was ist deine Aufgabe hier bei den Flushies? Ich belege die Einkäufe, dass wir nicht verhungern, nicht verdursten. Okay, verstehe. Also du arbeitest für eine Arbeiterfamilie? Wir sind keine Arbeiterfamilie. Das stimmt. Was nochmal? Was sonst nochmal? Was seid ihr? Keine Arbeiterfamilie. Was hast du denn sonst? Wir sind eine Familie. Kein Mensch kennt euch hier im Jahr da außer als Arbeiterfamilie. Was meinst du? Wir sind die Familie. Was denn für eine Familie, Flaschi? Die Familie. Ja, was denn für eine? Sag's mir. Zu der jeder kommt, wenn sie was brauchen. Wie kannst du das denken? So ist es. Wie kannst du das denken? Ich weiß es, so ist es. Es kommt ja immer vor. Okay, du sagst, die Leute kommen zu dir, weil sie was brauchen. Was denn zum Beispiel? Ja, ist egal. Aber wenn was ist, dann kommen alle zu Gashi. Weil sie wissen, ihr seid Arbeiter. Nein. Warum dann? Sie wissen, dass wir dreckig sind. Ja. Dreckige Arbeiter, richtig. Und wenn ich jemanden auseinandernehmen will, dann nehme ich ihn auseinander. Indem du auf der Route arbeitest, richtig? Nö, indem ich andere für mich arbeiten lasse auf der Route. Natürlich, Mirda. Auch Familien, die für sie gearbeitet haben, Bitcoin. Auch Familien, denen sie sehr vertraut haben, haben für mich gearbeitet. Ich vertraue niemandem. Wissen niemand. Sie, Bitcoin, wenn man mehr Geld bietet, dann verkaufen ganz viele Menschen hier gerne andere Leute. Deswegen gucken Sie auch mal drauf, was für Familien Sie arbeiten lassen, ja? Bei was? Auf Ihren Routen. Ach, das interessiert mich doch gar nicht. Mich interessiert keine von den Routen, du Vollidiot. Das interessiert mich doch ein Scheißdreck. Es gibt nur eine Route für mich. Und das sind sicherlich nicht die Routen, die ich gerade hatte. Das waren Spaßrouten für mich, Mirda. Du Haufen Müll, der du bist. Aber das sollten keine Spaßrouten sein. Nein, wieso? Wer sagt das? Stadtabhängig machen. Stadtabhängig, Mirda. Ich mach dich gleich drogenabhängig. Ja, man braucht dringend Drogen hier gerade, ja? Ja. Schau mal. Profilier dich damit nicht, wenn ich mit irgendwelchen Leuten zusammengearbeitet habe oder sie für mich gearbeitet haben, dass du sie arbeiten schickst. Du wirst das nicht los, Gashi. Du bist und bleibst ein Arbeiter. Und das weißt du ganz genau. Ein speichelleckender, dreckiger Arbeiter. So hast du dich selber beschrieben. Deine Beschreibung, Gashi. Naja, kürzen wir das Ganze ab, Romano. Du hast nicht so viel meine Aufmerksamkeit verdient. Habe ich das Gefühl, dass man ihn ein bisschen umdrehen kann. Milano, alles klar? Ja, natürlich, bei Ihnen. Si, si, gracias. Was machst du bei den Gashis? Freunde und Familie. Okay. Schau mal, ich nehme dir erstmal deine Handschellen ab. Okay. Deine Waffe hast du noch. Ja. Mach damit nichts Falsches, Bueno. Komm, Mann, ich mach nichts. Na gut. Wie lange bist du schon bei den Gashis, Romano? Ungefähr anderthalb Wochen. Wie bist du zu denen gekommen? Durch einen guten Kollegen, ja. Sein Name ist Mello. Mello? Ja. Mello ist auch die Tochter von Tony Soprano. Also, Romano, du bist anderthalb Wochen hier. Weißt du, was das bedeutet, dass du deren Namen nicht kennst? Dass das für dich keine richtige Familie ist. Was meinst macht denn die... Was sagst du? Die beiden, die gerade da waren, meinst du die beiden? Ja, richtig. Ja, die sind neu gekommen tatsächlich. Was Mirda bringt dich dazu, bei den Gashis zu sein? Ja, die waren nett zu mir und so. Und ich denke mal so, dass wenn deine Familie zu mir nett ist, beziehungsweise die mir auch Loyalität beweisen, dass es für mich alles eigentlich ausmacht. So. Hast du gehört von den Leuten, die gegen euch geschossen haben? Meinen Sie jetzt Kali-Kartell oder was meinen Sie jetzt? Richtig, richtig. Ja, natürlich. Was denkst du über uns? Ja, ihr seid eine starke Familie. Was denkst du noch über uns, außer dass wir eine starke Familie sind? Ja, so, ich habe noch nie so wirklich mit einem von euch in Kontakt, also ich war noch nie mit einem von euch so in Kontakt, also mehr weiß ich eigentlich nicht über euch. Was erzählt Gashi Waldet über mich?
Dass sie ein eigentlich guter Mann sind. Und was macht mich dazu, das weiß dein ich Feind nicht. Zu sein? Achso, das meinen sie jetzt. Richtig? Ja, das weiß ich ja leider nicht. So, ich denke mal, es ist einfach nur die Bindung zwischen uns. Zwischen Kali und zwischen Garshis. Komm schon. Du bist in einer Rotzfamilie und das weißt du ganz genau. Was suchst du da drin? Weil sie nett zu dir waren? Ist das die Art von Familie, Milano? Also das würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine Rotzfamilie ist, weil die sind immer noch sehr, sehr stramm zu mir. Die sind nett zu mir, Loyalität zeigen sie zu mir. Und ich fühle mich einfach wohl. Und das ist auch, glaube ich, das Einzige, was eigentlich zählt. Natürlich, das alles, kommen noch andere natürlich kommen noch andere Prioritäten, aber die kommen dann erst hinterher. Also ich denke mal nicht, dass jemand in eine Familie geht, nur weil die vielleicht ein bisschen besser knallen können. Aber zum Beispiel denken sie so, dass es gibt eine neue Familie in Los Santos und die können gut schießen, aber die sind absolut scheiße zu dir, wenn du neu bist. So. Und das war hier zum Beispiel nicht der Fall. So, ich habe mich direkt wohlgefühlt. Ich habe hier 2, 3 Freunde gehabt. Und ja, das war eigentlich alles für mich erstmal. Milano, lass doch einfach gut sein. Hör doch auf, mir deine Familie gut zu reden, die nicht gut ist. Ich weiß ja nicht, was sie von den Garshis, so was sie für ein Bild von den Garshis haben, aber würden sie hier drinnen sein, sie würden 100% das nachvollziehen, was ich hier rede. Du weißt doch noch nicht mal die Namen von den beiden Hermanos, weil sie neu sind, deswegen? Nein, der eine hatte eine Maske an, ich weiß ehrlich nicht, wer der war, Bazooka, weil die wird öfter das Outfit gewechselt als Unterhosen, würde ich mal so sagen. Ja. So. Und ja, das kann ja mal vorkommen, so. Verstehen Sie, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Was ist, wenn eine andere Familie dir ein Angebot geben würde? Inwiefern, wie meinen Sie? Na, sagen wir mal, eine Familie gibt dir ein Angebot, dass du zu denen kommst. Das ist ja bis jetzt noch nicht passiert. Nein, was wenn? Das weiß ich ja nicht. Spielen wir das Ganze mal durch. Als Beispiel. Okay. Milano, ich sehe dich nicht bei den Garshis. Okay. Hast du Lust, eventuell eine braune Hose zu tragen? Bevor du antwortest. Ich habe bis jetzt mit keinem Gashi geredet, der auch nur ansatzweise so gut geredet hat wie du. Guck mal, verstehen Sie mich nicht falsch. So, ich habe eigentlich, also ich bin jetzt noch nicht so lange hier in Los Santos, also in der Stadt hier. So, bis jetzt habe ich ein gutes Bild über die Kalis, aber auch ein sehr gutes Bild hingegen zu den Gashis. Wenn korrekt. Du verstehst, was ich meine. So. Es gibt ein paar Familien, wo ich mir denke, zum Beispiel, da würde ich mich niemals, also wirklich niemals sehen. Zum Beispiel? Das würde ich gerne wissen. Ja, wenn sie es für sich behalten vielleicht. Ich behalte es für mich. Zum Beispiel Young and Reckless. Also da, ich kenne da 1, 2 nette Jungs, aber zum Beispiel, ich habe von ganz vielen Freunden gehört, die neu waren und dann zu denen gegangen sind, dass sie ehrlich wie Schmutz behandelt wurden. Werden sie, Hermano, das sind nur Nummern bei denen, das sind keine Menschen bei denen. Das kann ich dir bestätigen. Mir wurde gesagt, dass es da in der Familie sehr, sehr toxisch sein soll. Und ja, zum Beispiel da will ich mich jetzt niemals sehen. So. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch auf meinem Weg, was mich so erwischt. So. Es kann ja immer ein Schicksalsschlag kommen. So. Das weiß ja niemand so. Das weiß nur der liebe Gott im Himmel. So, aber so, keine Ahnung. So. Du kannst ja mal durch den Kopf gehen lassen. Was denn genau? Ich habe Interesse an dir. Okay, das freut mich. Ich habe Interesse daran, dass du eine vernünftige Familie findest. Schau mal, ich weiß, du denkst gut über die Gashis und das habe ich auch. Okay. Aber leider ist Waldert jemand, der seine Familie immer wieder in Scheiße reitet. Ich habe schon 2 Leute von den Gashis übernommen. Wer waren das? Einmal Lilly. Ja. Und einmal Malik. Puh, fast Name vergessen. Und sie sind sich sicher, dass sie auch bei Ihnen sind? Müssen noch warten. Aber ja, die kommen zu mir, richtig. Achso, ja, weil da war ich auch schon da, glaube ich. Das war von der Woche oder so, ne? Ja, das richtig. Mit Lilly und, Mikey ja, hat okay. leider hat Mikey einen Fehler gemacht. Und zwar ist er wieder zu Waldert gegangen und hat gesagt, tut mir leid und was weiß ich. Okay. Tja, Lilly ist gerade unsere Anwärterin, genauso wie Malik. Okay. Verstehe. Du hast gesagt, ich soll das unter mich behalten, richtig? Wie heißt das? Young and Reckless. Richtig. Ja. Dann behalt das Angebot von mir für dich auch für dich. Bueno? Mach ich auf jeden Fall. Schreib dir mal meine Nummer auf. Ja, im Moment. Ich habe kein Handy leider mehr. Mein Handy wurde gerade von deinen Leuten, glaube ich, abgezogen. Okay, meine Nummer ist ganz einfach, Hermano. Merkst du dir. Ich sage sie dir jetzt.
Nur okay. Einmal. Du hast nur eine Chance, dir zu merken. Okay. Bereit? Ja. Viermal die 9. Okay, alles klar. Das ist, glaube ich, ein bisschen leicht zu merken, ja. Richtig. Hör zu. Sollten dich die Leute aus irgendeinem Grund auf einmal auf Lilly, Malik und Mikey ansprechen, von alleine, ohne dass du darüber sprichst, ruf mich an und sag mir das, bueno? Okay, verstehe. Ich will nur eine Sache wissen. Ja? Und das ist die Sache, ob sie dich ansprechen werden. Ich okay, sage dir, verstehe. Diese Familie ist nicht die Familie, für die du sie hältst. Weil der tauscht seine Leute aus, als ob sie scheiße wären. Das ist ihm auch egal. Irgendwann bist du dran. Bevor er dich austauscht, kehre ihm lieber bei den Rücken. Okay, kann ich aber Sie auch was fragen? Ja. Kennen Sie Waldet sehr gut oder ja. Haben Sie sehr, 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 sehr gut. Dann müssen Sie aber auch eigentlich wissen, dass Waldet auch ein sehr, also er ist eigentlich auch ein Herzensmensch, so wenn Sie es wüssten. So. Ja, aber leider hat Waldet falsche Berater um sich, Hermano. Und solange er die bei sich hat, wird er immer falsch beraten. Das ist okay, das Problem. Verstehe. Er ist nicht mal unbedingt das Problem, deswegen kannst du ihn, falls du gehen solltest, sagst du ihm ganz einfach, Waldet. Es ist nicht wegen dir, du bist ein guter Patron. Adios. Du musst ja nicht mit Verrat gehen, Mierda. Keiner sagt, verrate die. Keiner sagt, ich schieße deine Leute, Mierda. Ich sage dir nur, diese Familie ist nicht das, was du denkst. Du hast meine Nummer? Mhm. Sag mir Bescheid, Milano. Alles klar. Ich weiß Bescheid, ich merke mir das. Gut, adios, Romano. Adios. Steig ein. Was ist los, Milano? Also, das Ding ist, als erste Stelle möchte ich einmal klarstellen, dass Waldet ein sehr, sehr guter Mann ist. Und das Einzige, warum ich mir das Angebot durch den Kopf gehen lassen habe, ist, da es im Moment bei den Gashis so ist, dass man als Familie, also ich will jetzt nicht einzelne Personen ansprechen, aber dass man sehr, sehr lange braucht für gewisse Dinge. Zum Beispiel heißt es Kolonne aufstellen, heißt es dies machen, heißt es das machen. So. Also keine Struktur, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe. Also, das ist auch eigentlich so das Einzige, warum ich im Moment jetzt auch einen Kopf drüber gemacht habe. Weil das ist ehrlich nervig, wenn wir zum Beispiel wir haben um 8 Uhr Aufstellung. Danach sagt Waldet, dass wir eine Kolonne aufstellen sollen und die Hälfte ist nach einer halben Stunde immer noch am Rumtrödeln. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist ziemlich nervig, generell einfach. Also manche Personen sind echt ans Herz gewachsen und die ich auch sehr, sehr mag, so. Aber ja, und deswegen wollte ich mit ihnen reden, so. Sie Erik, haben gesagt, danke dir. Ich hätte eine Chance bei ihnen. Ja, richtig. Wer bestätigt mir das? Ich. Und wie kann ich ihnen glauben? Naja, also ich sag mal so, Hermano. Ja. Mr. Bitcoins Wort hat Gewicht. Okay. Da weiß ich Bescheid. Nur das Ding ist, gerade der Paul, glaube ich, war das, oder ich weiß nicht, wer das war, ja. Irgendeiner von meinen Jungs, meinte, dass sie irgendwas nicht ernst meinen würden, okay. Zu mir. Habe ich mich gefragt, warum. Warte mal, eine Frage. Wer von deinen Jungs hat was gesagt? Er ist gerade mit mir am Würfpark gewesen und er meinte, dass sie irgendwas nicht ernst meinen. Okay, und woher dann, weiß er das denn? Das weiß ich nicht. Danach habe ich sie angerufen. Also, hast du ihm vom Gespräch erzählt? Nein, ich bin mit ihm Auto gefahren nach Würfelberg. Er meinte, wir sollen uns ein Handy besorgen. Dann haben wir uns ein Handy besorgt. Und danach hat er mich gerade gefragt, Dankeschön. Hat Mr. Bitcoin gerade mit dir geredet? Dann meinte ich, ja, das war so. Und er meinte, glaub ihm kein Wort. Irgendwie so meinte er das. Okay. Mr. Bitcoin. Steig aus, bring gleich Köln rein. Der Zivil wurde weggeschickt vom Anwesen bei den Gashis. Okay, dann geht ihr die jetzt angreifen. Glaub ihm kein Wort. Ja. Okay. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Bueno, das ist deine Entscheidung. Ich habe bei manchen Leuten einfach ein gutes Gefühl und bei manchen Leuten nicht. Okay. Ich gebe dir die Chance, selber zu entscheiden und das zu tun, wo du denkst, dass es das Richtige ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Hast du eine Waffe dabei? Ja, habe ich. Hast du Fesseln dabei? Nein, habe ich nicht. Warum? Hier. Meine Waffe liegt am Boden, ich bin unbewaffnet. Andale, Romano. Ich hab Mach, was du Waffe. Willst. Nein, ich will sie doch gar nicht töten.
Du kannst machen, du kannst mich fesseln zu Gashi bringen, wir haben Krieg. Nein, nein, nein. Guck mal, das Ding ist, es hat schon einen Grund, dass ich sie angegriffen habe. Da ich ja, wie gesagt, ich habe ihnen ja schon bei den Gesprächsfreunden erzählt, dass ich schon was über das Kali-Kartell weiß. Dass ich weiß, dass ihr eine stark zusammenhaltende Familie seid, dass ihr etwas drauf habt. Also das ist natürlich nicht alles so, was man braucht in der Familie. Also es kann ja auch sein, dass schlechtere Familien besser zusammenhalten als stärkere Familien, so sag ich mal. Richtig. Nur das ist mir jetzt, also ich habe sie eigentlich nur angerufen, weil ich mir das Angebot, wie gesagt, durch den Kopf gehen lassen habe. Und es generell bei den Gashis so ist, dass es sehr unstrukturiert ist und das gefällt mir überhaupt nicht so. Nichts gegen Waldit oder so, weil Waldit ist... Also wir sagen, Smido Dogs, kommt auf die benutzen. Er wird auch für immer wirklich so in mein Herz bleiben mäßig. Also er ist wirklich ein guter Zwölfer so. Aber Steiger, halt... Rede weiter, ich unterbreche dich nicht. Gib mir eine Sekunde, Chat. Er ist halt wirklich ein guter Zwölfer, aber es liegt halt, glaube ich, an ein paar einzelnen Leuten in der Familie, sage ich mal. So. Und ja, und wie ich auch gesagt habe, dass es immer ein Schicksalsschlag kommen kann. Und vielleicht ist das ja hier einer. Verstehen Sie? Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, wie gesagt, es ist sehr unstrukturiert und ich würde das Angebot sogar eigentlich nicht ablehnen. Da sie mir, also ich glaube ihnen mal so, das an erster Stelle, ich glaube ihnen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass sie irgendwelche Spielchen spielen, dass ich hier hinterher ohne Familie dastehe. Verstehen Sie, was ich meine? Natürlich verstehe ich, was du meinst. Schau mal, ich kann sehr schlimm sein, aber ich kann auch sehr gut sein. Okay. Ich rede mit Waldet, ganz offen und ehrlich. Okay. Du schießt niemanden in den Kopf. Ich will keinen Verrat von dir. Ich will einfach, dass wir transparent zu Waldet sind. Dorfkind. Okay. Hallo. Guten Tag, Waldet. Ja. Hast du vielleicht Zeit? Ich würde gerne mit dir sprechen. Nee. Lass mich dich nicht entführen. Wen entführen? Ich. Ja, was bringt dieses Sprechen? Dieses Sprechen bei Ihnen endet immer damit, dass wir eine Schießerei haben. Willst du mich verarschen, Mirde? Ihr habt auf uns geschossen. Erik, dankeschön. Simo, dankeschön. Ja, weil Sie mich bedrohen und sagen, dass Sie mein Anwesen belagern. Also, bitte. Erwarten Sie nicht, dass ich einfach Leute in mein Anwesen... Dann sag nicht zu mir, dass es bei mir mit einer Schießerei endet. Ich mach's kurz und schmerzlos, Hermano. Ich mach es kurz und schmerzlos. Ich sitze hier gerade mit dem Milano. Ja, das weiß ich. Gut. Dann weißt du auch sicher, dass er sich dafür entschieden hat... Und er hat nur gut von dir gesprochen, Waldet. Ich kann dir bestätigen, dass er nichts Schlechtes über dich gesagt hat. Aber er möchte gerne deine Familie verlassen und zu mir kommen. Ja, dann soll er das machen. Und du hast damit kein Problem? Also, ich bitte Sie, ich habe 10 Anwärter. Wenn Leute gehen wollen, dann sollen die gehen. Aber was heißt Leute? Das ist doch ein Mann von dir. Wie kannst du ihn so einfach gehen lassen? Hat er dich gar nicht interessiert? Wenn er uns verraten will, dann soll er gehen. Verraten. Ja. Er soll seinen Weg gehen. Wenn er raus will, soll er raus. Ich brauch Platz. Du brauchst Platz? Ja, ja. Und für so Verräterfotzen habe ich in meiner Familie keinen Platz. Verräterfotzen. Okay, weißt du, was das Lustige ist, Hermano? Ich habe dich angelogen. Ich habe ihn hier bei mir. Gefesselt. Ja, ja. Dass du so schlecht von ihm direkt gedacht hast, ist einfach nur peinlich, weil das zeigt mir, dass du... Ich hab schlecht von ihm gedacht. Aber sie haben es doch mit 3 Leuten schon gemacht. Also obwohl er gefesselt ist, Mirda, sagst du Scheiß auf ihn? Woher weiß ich denn, dass er gefesselt ist? Woher soll ich das wissen? Ich verstehe. Waldet, du bist wirklich ein sehr schlechter Patron. Und deine Familie ist keine Familie. Sie probieren mal fitter zu machen. Sie sagen mir so, eben so. Lustig. Freut mich. Adios. Okay, Milano. Ja. Also kurz und schmerzlos, er scheißt auf dich. Wirklich, was meinte er? Ich gebe dir mein Wort, dass er mir gesagt hat, er braucht sowieso Platz. Und dass er auf dich scheißt. Aber ich sage so, ich habe gesagt, du bist hier gefesselt, du hast keine Wahl. Wir machen das Spiel jetzt anders, Milano. Okay. Du schießt mich jetzt um, du schießt mir aber nur in meine Schulter. Das ist so, dass ich ohnmächtig werde.
Du nimmst mich mit zu ihm. Und wenn ich dir ein Zeichen gebe, schießt du ihn in die Fresse. Brauchst du dich das? Wie meinen Sie das? Also ich soll sie jetzt hier nur in die Schulter schießen oder so, dass sie bewusstlos auf dem Boden... Richtig, so in die Schulter schießen, dass ich bewusstlos werde. Okay, ja. Dann nimmst du mich mit zu ihm. Okay. Und dann sagst du, ich hab ihn, er hat mich gefesselt. Okay. Dann sollen die mich hochholen. Okay. Wenn die mich hochholen und die dann mit mir reden, du stabilisierst mich auch am besten gleich. Ich hab leider keinen Stabilschein. Also. Das ist crazy. Ja, kein Problem. Komm, steig aus. Okay. Wo ist Jerry? Ja. Wo bist du, Jerry? In ihrer Nähe. Okay. Er wird mich jetzt umschießen und du stabilisierst mich. Soll ich ihn dann auch erschießen oder? Hallo? Walaikum salam, wie geht's dir? Alles klar, Bruder? Ja, Bruder. Alhamdulillah. Jerry, komm jetzt hierher, Mano. Ja. Habibi, bis gleich, mein Bruder. So, okay. Du schießt mir jetzt in die Schulter, sodass ich bewusstlos werde und Jerry, du stabilisierst mich. Alles klar. Verdammte Scheiße, Mierda. Schade, dass nicht jeder Kashi so trifft. Ich hoffe, das hat nicht wehgetan, Mr. Bitcoin. Soll ich ihn jetzt tragen und zusammen auch gleichzeitig fahren, oder wie? Ja, so ungefähr. Okay, ich pack ihn mal auf die Rückbank, ne? Okay, oder pack mich auf die Rückbank, Romano. Gib mir eine Minute. Wenn ich dir sage, Kryptowährung, dann schießt du ihn um, bueno? Okay, mach ich. Okay. Wollen Sie vorher nicht hochgeholt werden vom Medic, oder? Nein. Ihr sollt mich dort vor Ort hochholen. Ich muss ganz kurz was nachdenken. Okay. Oha. Wartet das? Okay, ich muss dich jetzt beleidigen gleich, du weißt das hier. Wie bitte? Komm mit. Was hast du mit dir gemacht, Bruder? Was hast du mit dir gemacht? Halt deine Fresse, Mierda. Okay, nee, lieber nicht, danke. Klein Chuchas, Mierda. Pendejo de Mierda. Ja. Hermanos, sehe ich irgendwie aus wie ein scheiß TM zu, Mierda, dass du mich alle angafft? Was? Was? Warum sind die so sauer? Halt deine Fresse, Mierda, was für sauer, der hat mich einfach von vorne gefesselt, Mierda, was sauer. Hey, waltet! Der ist gleich da, machen Sie sich keinen Kopf. Wollen wir den Medic rufen? Oder wollen wir den erstmal liegen lassen? Lass liegen, Mierda, holt mir einen scheiß Medic, ich hol euch dort auch immer hoch. Milano, ich sag dir nur, du hast die falsche Wahl getroffen, du kleine Chucha. Lass dich weiterhin von diesem Pendejo verarschen, hat mir am Telefon gesagt, dass er keinen Platz für dich hat. Hallo, hört ihr mich? Ja. Was ist hier los? Sag, Waldet, hast du mir am Telefon gesagt, dass du sowieso Platz brauchst, ja oder nein? Ja. Ja, und für diesen... Weil ich keinen Platz hab für Verräter, ja. Aber guck mal, was der gemacht hat, Waldet. Ist das ein abartiger Mierda. Sie haben doch gesagt, Bitcoin hat uns verraten. Sie haben doch gesagt, Milano hat uns verraten. Ja, natürlich habe ich das gesagt. Hat er auch. Er ist ein Verräter. Ach so. Er macht das nur, damit er zu mir kann. Ist das so, Milano? Sie sehen doch, dass Mr. Bitcoin gerade auf dem Boden liegt. Also ich weiß nicht, was hat der Dispatch gemacht? Ja, hab ich. Verteilt dich mal. Stark, Milano. Stark, Milano. Sie sehen doch, dass Mr. Bitcoin am Boden liegt. Was will er sehen, Mierda? Du bist ein Verräter, Mierda. Du willst zu mir, das wissen wir ganz genau. Milano. Waldet. Ja. Yeah. Lass den Verräter hier in deinen Reihen und er wird dich sowieso verraten. Solange er nichts gemacht hat, werde ich ihn bei mir lassen. Er hat sie auf dem Boden, nicht mich. Ja, aber das ist, weil ich umgefahren wurde. Er hat mich einfach nur aufgesammelt. Ja, dann ist ja gut. Ja. Waldet, dann hat er ja das Richtige gemacht. Waldet, stimmt das aber, was du gerade am Telefon meintest? Was denn? Dass du auf mich scheißt und so.
Nein, ich habe gesagt, wenn er mich verraten hat, dann scheiße ich auf ihn. Also Mr. Bitcoin hatte gerade was anderes gesagt. Und ich bin dir ehrlich, so redet man nicht mit mir. Der ist mehr wie Bruder aus. Er hat beide einfach noch Gold, obwohl hier 20 Leute stehen. Ich glaub's nicht. Ja, der Überraschungsmoment. Ja, ja, auf jeden Fall. Sind sie jetzt glücklich? Okay, ich werde das mit eurer ganzen Familie machen, mir ob ihr glaubt oder nicht. Sehr gut. Immer weiter so, immer weiter so. Ey, bei mir auf Straße. Sasa. Ich komme, ich komme. Okay, ein Video auf Werk, warte, ich lande. Auf Straße, hast du Range? Nein, hab ich nicht. Ich auch nicht, Bruder. Oh, der wird er landet auf Berg, warte. Der geht wieder Berg hoch, der geht wieder Berg hoch. Armin, warte, bist du bei ihm? Ja, ich flieg jetzt, ich flieg jetzt. Armin, der geht hoch, der geht hoch, der geht seitlich von dir hoch. Sollen wir hinterher pushen? Ich bin jetzt gelandet, ich bin gelandet. Wenn die hinterher pushen, pushen aber die anderen, denke ich auch raus. Der läuft Richtung zu dir, der hält da eine Kugel. Oder ich bin blau, ne? Ich seh ihn. Der geht hoch, genau, der ist bei den Tannenbäumen. Der ist bei den Tannenbäumen. Ich hab ihn. Ich hab noch einer. Wo ist Nego? Oh mein Gott. Richtung zu Ami. Push, du musst mitpushen. Ich seh den. Wo ist Ami? Ich seh dich, Ami. Panda, dankeschön. Ja, du musst rechts lang, Diego, rechts lang. Wo? Oh, der ist einer aufgewacht, ich hab geschossen aus Reflex. Ami, wo ist der? Schieß mal in die Richtung. Achso, du hast ihn geholt, alles gut, das war der. Ich hab den. Aber da war noch einer auf Straße. Aber nein, wo genau? Das ist doch der, den ich gecallt habe, Digga. Der läuft da gerade hoch. Der in links von dir, Armin. Hinter dir, Armin. Zwischen diesen Tannenbäumen. Also ich sehe Tannenbäume. Ich seh ihn. Ich hab keine Range, Schatz. Ich seh den nicht. Wo ist der? Ja, der läuft hoch zu meinem Heli. Okay. Aber was ist das für eine Range, Bruder? Ey, Sophie, du musst da halten, ne? Ja, der ist jetzt über mir, ne? Oder ich hab den geh nicht solo, ich bin hinter dir, geh. Boah, Waldet ging auch, zurück. Waldet ist gut, ne, Chat? Wir können zu dritt pushen, mach nicht solo einfach. Nein, ich lauf rechts einfach hoch. Ich seh den halt nicht mal. Hey, Peak, der Peak, wo ist der? Warte, Diego, am Heli, am Heli. Dann komm ich rechts von ihm, er weiß gar nicht, wo ich bin. Haltet mich. Hab den. Noch einer. Über mir. Fick den Armin, du bist besser. Warte. Aslan Gashi. Hey, Armin und Dings liegen. Armin und Diego liegen. Bruder, der wo kam der? Bruder, der hat Wanderung gemacht, bis er hier war. Hallo? Oha! Über 30 Mann oder so. Wo ist Zaza? Lauf, Zaza! Hallo, bist du Bitcoin? Guten Tag. Guten Tag. Meine Leute liegen hier, richtig? Das ist richtig. Kommen Sie mal mit. Setzen Sie sich. Ja, du hast zu essen am Anwesen. Ich sterbe. Was genau wollen Sie von mir? Was meinst du, Waldet? Nein, lass sie gehen, zieh die ab, lass sie gehen. Ich hab dir doch gesagt, Hermano, ich will nichts von dir, ich will mir dein Anwesen nehmen und ihr sollt hier rausgehen. Ja, wir wollen aber nichts mit euch zu tun haben. Kommt alle her. Du vernichtest meine Waffenroute. Du gehst auf meinen Drogenrouten. Du hast mit allen möglichen Scheiß was zu tun, halt deine Fresse, wenn ich rede. Mit allen möglichen Scheiß zu tun, Mirda, wenn es um meine Routen geht. Und sagst du mir, wir wollen nichts mit euch zu tun haben? Das hast du nicht vorhin gesagt, meine Leute arbeiten für dich und bringen dir Sachen? Ich meinte das damit. Aha, ja. Also ich habe damit die Vergangenheit gemeint. Wo sie die Waffen hatten. Du gibst mir zu, dass das passiert, und jetzt sagst du Vergangenheit. Sie verdrehen gerade Worte einfach. Ich verdrehe nicht die Worte. Du ja, verdrehst doch, jetzt. Auf einmal sagst du, ich habe Vergangenheit gemeint. Wir sind nur neutrale Zuhörer. Gucken Sie mal, Mr. Bitcoin. Ich habe Ihnen gesagt, dass andere Leute für mich arbeiten, weil Sie meinten, wir sind eine Arbeiterfamilie. So. Das war die Antwort auf eine Antwort von Ihnen oder eine Frage. Keine Ahnung, was Sie mir da gestellt haben.
aber ich habe mit euren Routen nichts zu tun. Nichts. No mente, hermano, no mente. Ich weiß nicht, wer da arbeitet, wer da was macht. So, und ich habe einfach gar keine Zeit. Du hast keine Cemo? Zeit? Was willst du? Cemo, hallo? Ja? Was hast du Hände oben? Ich war die ganze Zeit auf meinem Anwesen, Bruder. Ich habe voll Paranoia, dass hier noch geschossen wird. Nein. Kann ich Hände runter machen? Aber ja. So als Symbol, dass ich neutral bin, lasse ich einfach hoch. So, ich juck mich beide nicht. Wie gesagt, Mr. Wettkorn, ich hab nichts mit Ihnen oder zu tun. Lassen die wirklich die Leute beim Gespräch einfach da? Banan sagt Dankeschön. Ich hab grad keine Zeit dafür. Was denkst du, wer du bist, dass du zu mir sagst, du hast keine Zeit dafür? Ich werde dich aussaugen, Mierda. Valdet Gashi. Du bist der Inbegriff von Illoyalität, von Rattigkeit. Und das werde ich mit dir tun. Aber da, wo ich Ihnen geholfen habe, da tat es Ihnen gut. Du hast mir nie geholfen, du hast dir immer nur selber geholfen. Deine Worte zu mir waren, du bist niemandem loyal, nur dir selber. Ja oder nein? Ja, das stimmt ja auch. Aber ich habe trotzdem geholfen. Mierda, wenn du für deinen Gunsten was machst, das ist nicht für meine Gunsten. Dann sag nicht, dass es eine Hilfe war. Dann war das eine Zweckbeziehung. Gut. Ja, aber keine Hilfe. Eine Hilfe ist, etwas zu tun, ohne Gegenleistung zu bekommen. Das ist eventuell helfen. Ich kann nicht zu dir, hör mir zu, ich kann nicht zu dir sagen, kannst du mir helfen, meinen Schrank hochzutragen? Ich gebe dir auch 50 Euro. Dann kann ich dir auch gleich sagen, trag meinen Schrank hoch, Mirda, ich bezahle dich dafür. Eine bezahlte Dienstleistung. Verwechsel das nicht mit Hilfe. Und halt deine Fresse, wenn du redest. Wie soll ich meine Fresse halten, wenn ich rede? Dann rede ich einfach gar nicht. So wie ich dir sage. Was wollen Sie von mir? Ich möchte auszahlen. 2/3 von deinem Lager, habe ich gesagt. Das wird nicht gehen und das wird auch nicht passieren. Ja. Gut. Dich habe ich. Dich habe ich, mein Bruder. Dich habe ich. Du hast in jedem Chat genervt. Du bist der größte Hetzer, den es gibt, Digga. Oh, endlich habe ich dich einmal entdeckt, was Bruder. Genau wollen Sie? Segelohr, endlich. Und jetzt habe ich dich an dein Segelohr gezogen, mein Bruder. Und deswegen? Einmal bitte crossbannen lassen. Den habe ich in so vielen Chats gelesen, wie der gehetzt hat gegen Kali. Boah, einmal crossbannen lassen, bitte. Einmal crossbannen. Ich bin nicht blöd, ich sehe die Sachen. Einfach an den Ohren gezogen, den Bre. Was meinst du? Was wollen Sie von mir? Wieso? Ich verstehe nicht, wie das heute zustande kam schon wieder. Wir hatten unsere... Hast du mal gesehen, wie du geredet hast? Schon geklärt. Ja, wir haben nichts geklärt. Wir haben absolut überhaupt nichts geklärt. Ich wurde angerufen, Sie meinten zu mir... Oder nicht Sie, irgendjemand meint zu mir, dass das erstmal geklärt ist. Das kommt vom Bitcoin. Das soll eine Geste sein, ja. Und 3 Tage später sehen Sie mich auf der Straße. Ich sage Ihnen, freut mich, dass Sie mal früher da sind. Meine Emotionen! Das sind meine Emotionen. Ich sage dir ehrlich, hättest du heute wahrscheinlich nicht mit mir geredet, wäre es nicht passiert. Aber ja, du regst mich einfach auf, wenn ich dich angucke, ich kotze, ich ekel mich, verstehst du? Ich ekel mich einfach vor deiner Art, Mirda. Ich ekel mich. Dann rede ich nicht mehr mit ihm. Philipp, dankeschön. Naja, jetzt hast du mich an der Backe, aber. Nee, wirklich. Ja. Wie kriege ich sie weg von der Backe? Ja. 2/3 vom Lager. Spartabak, dankeschön. Nein. Soll ich dir sagen, dass das sogar viel zu wenig ist, Mirda, für diese Sachen, die du mir schon geklaut hast? Du klaust. Das ist viel zu wenig. Du klaust 5 Millionen Waffen und freust dich, wenn du dann 350 auszahlst? Nicht mit mir, Gashi. Nicht mit mir. Ich nehme dir alles weg, was du besitzt. Deine Männer, die du hast. Deine Autos, die du fährst. Dein Lager, den du hast. Ich werde dir alles wegnehmen. Also so viel Geld, wie ich ihn bis jetzt ausgezahlt habe, das können gar keine Waffen gut machen, ja? Was redest du für eine Scheiße, Mirda? Ich scheiße auf dich und dein Platter, Mirda. Was? Okay, ja, mit diesen 3 Millionen vor 10 Jahren. Ja, richtig. Ja. Und denken Sie, ich habe Waffen im Wert von 6 Millionen abgezogen, oder was? Nein, viel mehr. Ach so, okay. Ja, ich habe 12.000 Waffen im Lager. Ich erinnere dich, Hermano, mit was du alles geprahlt hast. Mit was habe ich geprahlt? Schau mal, hör zu. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich will 350.000. Das maximale Limit an, was ich fordern kann. Was bringt mir das? Denkst du, dass dann ist mein Herz bereinigt? Denkst du, dann habe ich meine Gedanken gegenüber dir durch, Mörder? Was wollen Sie dann von mir? Was wollen Sie, Mr. Bitcoin? Was wollen Sie von mir? Wollen Sie, dass wir ausziehen? Ja, das ist der erste Schritt. Und was wäre der zweite und der dritte Schritt? Dass deine Familie getrennte Wege geht
dass du in irgendeine Leadership gehst. Und sie denken, das wird passieren? Ich denke, ich kann es dazu bringen, dass es passiert, ja. Ja, wenn sie das unbedingt wollen, dann... Wofür reden wir noch? Na gut, dann los. Wie? Na los. Lad heute deine Leute. Nein, sie haben doch gesagt, sie können es dazu bringen. Ja. Sie haben doch gerade gesagt, sie können es dazu bringen. Also willst du mich in Frage stellen, richtig? Nein, ich will sie nicht in Frage stellen, aber wenn sie das sowieso... Also wollen, hast du jetzt Angst, dass du zurückziehst, was du gesagt hast, oder nicht? Wie zurückziehen? Ich sag ihnen, wenn sie das sowieso schon vorhaben, dann machen sie es. Ich bin doch dabei. Deswegen sitzt doch nicht hier und sagt, was wollen sie? Sie sind dabei. Schau mal. Natürlich ist ein Grund dafür, dass ich Familien nicht respektiere, die nicht leben können ohne andere Familien. Ich lebe alleine. Und wie du das nicht tust, Mirda. Wenn ich die Waffenroute hab, klebst du an meinem Kulo. Hat ein anderer die Waffenroute, klebst du an sein Kulo. Du bist einfach genau diese Art von Ratter. Ich hab's dir gesagt. Finde ich interessant, tatsächlich. Und trotzdem geht's uns gut. Euch geht's gut. Ja. Mirda, wir hatten 2 Konfrontationen mit euch, Mirda, und von 2 Konfrontationen sind 4 Leute bei euch rausgegangen, um zu mir zu kommen. Das ist nicht, euch geht's gut. Deine Leute kennen nicht mal den eigenen Namen. Ich wette, mit dem Mirda hier stehen Leute, die kenne ich, die Namen, die von links neben denen stehen. Das ist keine Familie. Was? Also die, die alle hier stehen gerade, die kennen sich alle. Okay, dann halt mal jetzt die Fresse. Ey, du mit dem Hut. Du mit dem Hut, ganz links. Ich? Raul. Ich? Miguel, du hier. Miguel. Hola, hörst du mich? Miguel, hallo. Kein Problem, machen wir es besser. Du hier. Du, komm mal her. Der kennt ja, sie so safe wissen nicht. Halt, dass Baschkem neu ist, ne? Nein. Du hast gerade gesagt, die hier stehen, alle kennen sich, alle gegenseitig. Waren das deine Worte, ja oder nein? Sie sind so gut, ja. Ja, richtig. Gut. Nein, du bist so schlecht. Gut. Er kennt sie nicht, nehmen wir den zur Seite. No Problem. Warte, er hat doch gesagt, alles gut. Ja, alles gut. Ich frage ihn aber nicht. Komm mal her. Cucina. Ja. Sag mal die Namen von links bis ganz hinten in die Ecke. Miguel. Wir hatten halt gestern Outfitwechsel. Ja, ja, okay. Stell dich mal wieder in die Reihe, alles gut. Lass mal einfach beim zweiten Namen, hakt schon. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, Hermano. Ihr seid keine Familie, ihr seid ein zusammengewürfelter Trupp. Das war's. Okay. Das war's. Und die letzte Konfrontation, die ich mit dir hatte, gerade bin ich im Krankenhaus aufgewacht, Waldet. Wieso? Wieso was? Ich kann mich dran erinnern, dass du mich ins Auto gebeten hast. Und dann kann ich mich dran erinnern, dass ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Ja, die Leute haben doch gebetsredet. Wir sind dann aufs Dach gegangen und sie sind weggefahren. Ich bin weggefahren? Bin ich ins Krankenhaus gefahren? Ich weiß nicht, wo sie hingefahren sind. Na gut. Biete mir was an, Waldet. Ich bin bereit, um die Situation zu klären. Biete mir was an. Ich habe angefangen mit 2 Drittel von Lager. Und ausziehen. Das ist viel zu viel. Biete mir was an! Okay, ich rede mit den Jungs. Was willst du denn mit den Jungs reden, Mirda, wenn du die nicht mal kennst? Achso, okay. Ich kenne die Jungs. Ja, die schon, wahrscheinlich schon. Hermanos. Ja. Wie geht's euch? Gut dir? Gut Ihnen. Wie ist dein Name? Nee, Guva. Dir schon. Guva. Guva. Aslan, ja. Aslan. Mirda, Aslan ist auch sowas wie Löwe, richtig? Ja. Verstehe. Weißt du, was noch ein Wort von Löwe ist? Was? Haidar. Aha. Kennst du den Namen? Nee. Woher kommst du, Aslan? Ich bin Tschetschene. Ha! Moa, Brat! Alles klar, noch einer, der kein Tschetschene ist, aber der sagt, dass er Tschetschene ist. Ja, alles gut. Wo aus Tschetschenien kommst du denn her, wenn ich fragen darf, Hermano? Was? Wo aus Tschetschenien kommst du her? Ich wurde nicht in Tschetschenien geboren. Lass mich raten, Russland, richtig? Genau. Okay. No problem, Hermano. Sag mir mal dein Lieblingsessen. Funkcheck hier, Aslan. Bendo. Check, Bendo. Was soll das sein? Dein Lieblingsessen. Manti. Was noch? Ja, das ist ein, wenn du gesagt hast, ein Lieblingsessen. Ja, was isst du noch gerne? Ja, noch ein Gericht oder was? Ja, richtig. Muss ich überlegen, vieles. Zum Beispiel. Mr. Bitcoin, reden Sie nicht mit meinen Leuten, das... Psst.
Weißt du, was ein Nochchi ist? Was? Hm. Weißt du das, Aslan? Was, was? Was ist ein Nochchi? Das Essen. Das hat er nicht gesagt. Fast. Ja, aber er hat gesagt, dass er Tschetschener ist, Leitkönner. Deswegen, dass er Tschetschener ist, das ist der Arme. Ich gebe ihn 350 Kaun, ich zieh aus. Ey, Aslan. Ja? Nimm es mir nicht übel, Hermann, okay? Nimm. Ich habe ein bisschen Spaß gemacht. Alles gut. Voila, der Arme, lass ihn mal in Ruhe. Das. Ich zieh aus und ich werde nie wieder was mit ihnen zu tun haben. Ich werde nicht mit ihnen reden. Ich werde mein Ding machen. Was ist los mit dir, Mirda? Was stimmt nicht mit dir, Waldet? Seit wann bist du so eine kleine Chucha, Mirda? Hey, dachte ich, mein Gnocchi, ja. Was ist los mit dir? Ich scheiße auf deine 350.000 Dollar, Mirda. Die kannst du spenden gehen, hast du mehr von. Ich will kein Scheißgeld. Weißt du, was ich wollte? Was wollen sie? Oder was wollten sie? Hallo? Wie, hallo? Bin ich am Telefon oder wie, Mirda? Habe ich keinen Empfang oder wie? Nein, man hat sie einmal. Natürlich, Mirda, weil ich nachdenke, Mirda. Ich bin 65 Jahre alt, ich kann nicht mehr so schnell reden wie früher. Was ist los mit dir, Mirda? Das ist ganz normal, dass ich ein bisschen Delay habe. Komm mit, Waldet. Oh. Komm näher. Ja. Also da war gerade wieder einer, Mirda. Ich habe das Gefühl, der will auch zu mir. Aber keine Angst, ich lass das erstmal. Also Sie können ihn nehmen, wirklich. Alles gut, Mann, alles gut. Kova ist sogar ein guter. Das ist nicht Kova, ich rede von Aslan. Das ist Kova. Natürlich. Er heißt Kova Aslan. Richtig. Hör mir zu. Willst du meine Forderung hören? Ja. Geh von der Waffenroute runter. Das kann ich nicht machen. Wieso? Ich kann Ihnen sagen, wie viele Waffen wir haben. Nein, okay, ich habe einen anderen Vorschlag. Sie können nachschauen, wie viele Waffen wir haben. Nein, nicht. Wieso? Wie kann ich nachschauen? Wie? Ich gebe Ihnen meinen Job. Hermano, bitte. Ich wollte noch nie bei der Müllabfuhr arbeiten. Jetzt hör mir zu, Walter. Ja. Ja, den Witz konnte ich nicht lassen, Hermano. Tut mir leid. Egal, alles gut. Ruffy, danke schön. Ruffy, danke schön. Ich will, dass du. Ehrlich, ich will, dass du auf meine Seite kommst, Walter. Was? Ich will, dass du auf meine Seite kommst. Das meine ich ernst. Ja, aber was gibt es denn hier für Seiten, Mr. Whitcomb? Was gibt es hier für Seiten? Okay. Du willst meine Forderung hören? Ich sagte meine Forderung. Arbeite weiterhin auf der Route von Mendez. Stell für mich Waffen her. Ich kaufe sie dir ab. Ich bezahle sie. Die Sachen bleiben nur zwischen dir und mir. Weder meine Leute noch deine Leute. Ich werde sie nicht mal meiner Leadership sagen. Du? Und ich. Ich will einmal, Mirda, deine fetten Huevos, von denen du jedes Mal redest, Mirda, einmal mit meinen eigenen Augen sehen. Aber lass mich raten. Hast du Angst, weil ich nicht mehr schnipseln kann? Ha? Von was habe ich Angst? Ich habe keine Angst, aber... Doch. Die Person, der ich das antun würde, hilft mir zu viel. Nein. Jedes Mal, und das ist nur wir beide, Mirda, wo du immer gegen deine Person, wo du selber mit deinen eigenen Worten meinst, ich scheiße auf Mendez, er bedeutet mir nichts. Jedes Mal hast du mir das nur gesagt, wenn uns niemand gehört hat. Nee, das stimmt nicht, das habe ich auch so gesagt. Wenn das Hör mir mal zu, Mirda. Ich sage dir, du kommst da raus. Ich garantiere dir, dass ich dich in Ruhe lasse. Ich garantiere dir sogar noch mehr, dass ich dir deinen Rücken gebe. Ich helfe dir. Ich will Waffen von dir kaufen. Mehr will ich nicht. Ich will weder dein Anwesen, noch Geld, noch Waffen umsonst. Ich kaufe sie von dir. Und die Sache bleibt zwischen dir und mir. Wir treffen uns. Aber wieso wollen sie das tun? Wir treffen uns, maskiert. So günstig, wie Rivera die Waffen verkauft. Sehe ich jemand aus, Mirda, der irgendwie auf Saale wartet, Mirda? Sehe ich aus wie jemand, Mirda, der bei King Kans mit Code Trio 10 einkaufen muss, damit er 10% sparen kann?
Ich hab Latte, mach dir keine Sorgen. F an jeden, der Codes benutzt hat. Ich werde das nicht machen. Oder Code Mierda 10, Chat, Code Mierda 10 könnt ihr benutzen, dann könnt ihr Ace supporten. Ace, hä? Er macht jeden Tag für euch die Mierda-Folgen. Du willst das nicht machen? Ja. Dann werde ich dich nicht loslassen. Geh bei Rivera petzen. Geh, sei deren Pickel. Weißt du, was du mir damals gesagt hast? Du hast gesagt, du stehst für dich. Und jetzt gerade beweist du, dass du gelogen hast, denn du stehst für Mendez. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. 100%. Wieso sollte ich sowas tun für jemanden, der mir die Hand reicht? Wieso? Was? Ja, warum? Wow. Du musst irgendeine sexuelle Beziehung mit ihm führen. 100% Mirda. Wenn ihr euch nicht eine Bettdecke teilt, dann weiß ich auch nicht. Machen wir nicht. Oh doch, das macht ihr. Oh doch, Mirda. Oh doch, das tust du. Was magst du bei ihm? Seine Lippen? Nee, eigentlich nicht. Ich mag... Also so... Ich stehe auf Frauen. Das ist mir scheißegal, auf was du stehst. Verstehst du? Bueno. Ich habe dir mein Angebot gesagt. Du bist ein kleiner Schisser. Tu nicht so, als ob du diese Huevos in der Hose hast, von denen du mir erzählt hast. Deine Worte damals, ich sage dir, das Problem deine ist, Worte ich, damals ich waren zu mir. Halt auf sowas nicht rein. Sie können das mit anderen Familien machen. Was meinst du? Auf was diese, fällst du nicht rein? Ja, auf diese Manipulationen. Auf diese Manipulationen? Genau. Ich deine Worte rein. Mir da jedes Mal zu mir waren, dass du nur für dich stehst, dass du auf Mendez scheißt. Ja, und jetzt soll ich jetzt Waffen herstellen, hinterrücks oder was? Nein, Mir da, du sollst mir einfach Waffen verkaufen, die du für dich herstellst. Ich darf doch gar nicht herstellen. Ah, du darfst nicht. Wie, was ist dein neuer Deal auf der Route? Das ist egal. Du bist ich ein habe auch niemanden verraten. Als ich einen Deal bei ihnen hatte und Grace mich gefragt hat, wie viele Waffen ich abgeben muss, habe ich auch nichts gesagt. Oder habe ich denen alles verraten? Okay. Nimm das mal weg, du loyaler Typ. Ich habe Lakika trotzdem immer jede Waffe gebracht. Selbst wo dann Grace die Route hatte, habe ich ihnen für einen Tag noch Waffen gebracht. Guck mal jetzt, was ich mit ihm machen werde. Du hast mir sogar Munition gebracht. Ja? Als Mendez die Route hatte. Die Route war mir. Was, die Route war mir? Die Route war mir. Was war dir? Was war mir? Was die heißt das? Die Route war mir. Die gehörte dir? Die hat mir gehört, ja. Die hat dir gehört? Das war zu der Zeit, wo OG die gefordert hat, genau. Wow. Du bist ja der größte Lügner, den ich kenne, Mirda. Dann hast du mich damals genauso angelogen. Und weißt du für wen? Für Rivera. Weil Rivera gesagt hat offiziell, das ist deren Route. Aber insgeheim gehörte sie dir. Und schon wieder hast du wieder was für Rivera getan. Nein, nein, das war deren Route. Und dann wollten sie sich die Waffenroute holen und haben sie mir geschenkt. Oh, Mirda, von der Zeit rede ich nicht. Ich rede von davor. Wie davor? Davor war nichts. Ich habe ihnen diese 1000 Muni gegeben, als ja? ich die Route hatte. Ah. Du sagtest... Weißt du was? Wir beide wissen die Wahrheit. Wir haben diese Telefonate geführt. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Mirda. Ich sehe niemanden. Ich sehe niemanden. Ich sehe nur dich und mich. Ja, aber ich verstehe... Ja, ich weiß. Ich sehe auch niemanden. Aber ich verstehe nicht, warum sie das machen mit uns. Weil du so bist, wie du bist. Ich habe dich lange genug passieren lassen, ich sag dir ehrlich. Du musst dir so vorstellen. Ich werde es dir erklären. Der größte Feind von mir ist wer? Weiß ich nicht. Derjenige, der die Waffenroute besitzt. Und mir scheißegal, wie der heißt. Mendez, ach so, ja, Carlito, Sergen, ist mir scheißegal, wie der heißt. Und du arbeitest eng mit den Leuten von der Waffenroute zusammen. Was erwartest du mir da, was ich von dir will? Was erwartest du? Dass ich dich passieren lasse? Während du diese Situation, diese Dinge mit mir abziehst? Aber ich und diesen nicht, Werdegang, den wir hatten, wo du belogen und betrogen hast, Mirda? Denkst du, ich lass dich in Ruhe? Ich nehme dich auseinander, Walter. Aber ich denke euch keine Waffen verkauft. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen, seitdem sie haben verkauft. Gekauft. Doch. Also ja. Ja, dann haben sie nicht gefragt, aber die werden euch 100% welche verkaufen. Hermano, hör mal zu. Ich scheiße da drauf. Verstehst du mich? Ja, aber warum? Mendez hat zu mir gesagt, vor 3 Tagen, das erste Mal, du kannst Waffen kaufen. Danach hat er sich nicht mehr gemeldet. No Problema. Ich will Waffen kaufen von ihm. Hör mir doch zu, Mirda. Ich will Waffen von ihm kaufen. Und ich will mehr Waffen kaufen von dir. Ich will viele Waffen kaufen. Was denkst du, wer ich bin, Mirda? Ich sage Ihnen eins, wenn Sie die Waffenroute irgendwann... Ja? Wenn Sie die Waffenroute irgendwann zurück wollen, dann wird das mit normalen Waffen nicht funktionieren. Wenn ihr mit 50 Stecks in den Krieg ziehen, da könnt ihr gar nichts machen. Da könnt ihr auch noch so viel wollen, wie ihr wollt, aber
Ja, eigentlich schon, Sasa. Eigentlich schon, das war der letzte Stand, Sasa. Das ist einfach so. Spiel deine Realität nicht vor. Du bist nicht loyal. Du bist zu niemandem loyal. Bitcoin, ich glaube, sie kennen mich schon lange nicht mehr. Das ist das Problem. Ja, weißt du wieso? Weil du an anderen Ärschen klebst. Ja, genau. Weil sie genau das denken. Das denken? Haben sie mich einmal nach was gefragt, ob sie was brauchen? Ja, natürlich. Hat mich Lakika einmal gefragt und etwas nicht bekommen? Was redest du mir? Du bist doch kein scheiß Wohltäter. Du bist der kleine Handlanger von Mendez, von Rivera, das war's. Aber Armando, das weiß doch jeder. Tusak, so wie Mahone bei mir war, bist du bei Rivera. Das ist komplett Cap. Willst du mich verarschen, Mirda? Was denkst du, wer du bist? Denkst du, du hast einen Wert hier als alleinige Familie? Keiner sieht dich hier als Familie an, Armando. Ich weiß nicht, was die Leute dir in die Fresse lügen. Aber du bist ein Handlanger. Das war's. Der Pole, danke schön. Ist mit seiner neuen Familie. Kommen Sie mit. Wo ist dein Kaffee? Da seid ihr jetzt Familie? Die Turbo Bar war. Nein. Okay, wir kommen später vorbei. Alles klar. Was seid ihr später da? Aber nicht wundern. Monkey, dankeschön. Wir sind keine Ahnung. Wir kommen. Okay, alles klar. Wir sehen uns. Bis später, Manus. Bis später. Bis später. Litecoin, komm. So, komm. Und der andere auch. Ein Milano ist da oder so. Ah ja, Walde, Milano. Ja. Warst du bei Gashis? Ja. Wurdest du geblattoutet? Ja. Und wer hat dir gesagt, dass du bei Gashis warst? Wie meinst du bei Gashis warst? Wie? Was meinst du damit? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Wie ihm gesagt bei Gashis. Wer hat dir gesagt, dass du bei Gashis warst? Mello tatsächlich. Mello? Ja. Ist er noch bei Gashi? Ich weiß nicht, ja. Ich hab gerade mit ihm geredet, aber er meinte, also er hat mir erzählt, dass da gerade ein bisschen der... Also, dass es da ein bisschen bergab geht, im Moment gerade. Jetzt gerade? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay. Was kann ich für dich tun, Milano? Ja, wir hatten ja ein Gespräch. Welches Gespräch? Was, bevor ich bewusstlos wurde, war. Wie meinst du das? Ja, ich wurde ja vom Medic hochgeholt. Also, wenn ich es richtig verstehe. Also, bei den Gashis warst, richtig? Mhm. Hat dir Mello auch von diesem Gespräch erzählt? Nein, Mello nicht. Mello hat mir nur erzählt, dass ich da war. Er hat mir nichts vom Gespräch erzählt. Aber welches Gespräch meinst du, Milano? Was? Bevor ich bewusstlos war, tatsächlich. Ich weiß ja nicht, ob sie sich daran noch erinnern können. Der Arme. Ich kann das nicht. Ich muss wirklich mal überlegen, Romanus. Romanus, habe ich mit ihm gesprochen, mit dem Milano? Nee, glaub nicht. Milano, helf mir auf die Sprünge, Romano. Was meinst du? Es war so, dass wir über Waldet geredet haben. Was war? Ich will die Perle. Lass mich aussehen. Schau, wir haben über Waldet geredet. Nein, Richie, über Waldet geredet. Dann haben sie mich gefragt, so, wie es im Moment so bei den Garst aussieht. Dann habe ich ihnen erzählt. Warte. Ja. Das. Nein, ich glaube, das hast du geträumt, weil du hast ja ein Blattout, oder? Hat ja Milo erzählt. Ja, tatsächlich schon. Oh, dann kann sein, dass du das nur geträumt hast, dieses Gespräch. Wenn das ehrlich? Mal. Ja. Und das ist jetzt scheiße, ne? Ja, das ist echt scheiße jetzt, ja. Nein, der Arme! Oh mein Gott! Nein! Oh nein. Also suchst du eine Familie? Richtig, ja. Könnte ich dich eine Familie vorstellen? Wie bitte? Könnte ich dich eine Familie vorstellen? Schenke? Kennst du die Azadis? Ja. Könntest du dir vorstellen, dort zu sein? Nein. Aber die nehmen nicht so leicht Leute auf, ne? Bei denen ist es strikt. Die sind auch scheiße, die Azadis. Was hältst du von den Cousins? Nehmen nur gute Leute. Cousins sehr unsympathisch zu mir gewesen. Außer ein, zwei Leute, aber der Rest war sehr unsympathisch zu mir. Mehrere, hast du mal den Patron von dem gehört? Tatsächlich habe ich schon mit einer Frau geredet, die glaube ich, Zehner gewesen, glaube ich. Das war, glaube ich, eine Frau. Muss man mit dem Patron von denen reden, Mirda? Den kann man gar nicht ernst nehmen. Ehrlich? Was ist denn mit dem? Ach, der trägt immer so eine Kette, Mirda. Ich weiß auch nicht, was er damit symbolisieren will. Echt? Ja. Das erinnert ihn an seiner Zeit, wo er hart gearbeitet hat. Würdest du einen Auftrag für mich ausführen? Was für einen? Ich will... Ich will diese Kette von dem 12er von den Cousins. Die Kette wollen sie haben? Richtig. Okay, und wie soll ich das Ganze anstellen? Lass deinen Gedanken freien Lauf, Milano. Sie wollen nur die Kette oder wollen sie... Nur die Kette.
Okay, nur die Kette, verstehe. Das wird einfach für ihn sein. Ich geh lieber in eine andere Familie. Nein, Bruder, am Ende Richie gibt ihm extra die Kette, damit ich ihn aufnehme. Nein, nein, anderer Auftrag, scheiß drauf. Ich kann mir genau so vorstellen, dass er das macht. Du nimmst hier seine Kette, er nimmt woanders deine Kette. Ja, seine Kette das gleiche hat er. Der liegt jetzt am Morgen eine Woche da. Nein, Milano, schau mal. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wieso du das Gefühl hast, dass du zu Kali kommst. Ich glaube, das war ein Traum von dir. Kann das sein? Thomas, kann sein, ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich mag dich. Wirklich, das meine ich ernst. Okay. Aber ich habe dir, das werde ich dir jetzt sagen, das kann ich dir sagen, ich habe dir gesagt, ich kann sehr, sehr ekelhaft sein, aber auch sehr, sehr gut. Und leider muss ich sagen, in deinem Falle war ich sehr, sehr ekelhaft. Okay. Es gab eine Zeit, mir da gab es viele Sachen, die ich niemals getan hätte. Und diese Grenzen sind schon lange weg bei mir. Was mittlerweile sind diese Grenzen so weit vorne, dass ich noch viel Zeit habe, bis ich dahin komme. So viel wurde mir angetan. Schau mal, mein Sohn ruft mich an. Du Haufen Dreck, Mirda. Ja? Du ekelhaftes, widerwärtiges, dreckiges Kind. Ruf mich nicht mehr an, hast du mich verstanden, Mirda? Weil ich einmal deine Madre geschwängert habe und du auf den Scheiße da rausgekommen bist, Mirda. Denkst du, bist mein Sohn? Hallo? So, damit ich's richtig verstehe. Damit du es richtig verstehst. Ich hab nichts gegen dich. Du warst leider nur ein Kollateralschaden in meinem Krieg. Und Waldert sagte zu mir, es wird eklig. Ich bin dreckig. Hab ich ihm gezeigt, wie eklig ich bin. Und musste ihn vier seiner Leute nehmen. Aber Milano, ich lass dich nicht alleine. Du sagst mir, in welche Familie du willst, abgesehen von Kali. Und ich werde versuchen, dir zu helfen. Was hältst du davon? Okay. Hält sich nach ein gutes Angebot an. Mello wird auch aus den Gashis rausgehen. Ehrlich? Ja. Okay. Vielleicht solltet ihr zusammen wieder in eine Familie gehen. Das kann sein, ja. Ansonsten redet ihr wahrscheinlich sowieso später irgendwann mal. Stimmt, ja. Und er hat dich ja sehr schnell aufgeklärt, dass du geblattert wurdest. Ich meine, er bedeutet dir was, oder? Natürlich, er ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wirklich, wie gut? Würde sehr er... gut. Er hat mir die Stadt gezeigt, wo ich hier hingekommen bin. Er war derjenige, der mir alles gezeigt hat. Würde er vielleicht Gashi in den Kopf schießen? Das weiß ich nicht, das müssen Sie ihn fragen. Hast du seine Nummer? Du hast seine Nummer. Klar, wie hat er dich denn sonst angerufen? Also langsam, Mirda, ne, Milano? Nein. Angerufen hat er mich dann nicht. Nein, tatsächlich habe ich seine Nummer nicht. Was? Tatsächlich habe ich seine Nummer nicht. Beim Würfelpack war das. Beim Würfelpack, okay. Ja, Berg hat Essen drin, ja. Ja, Cappy nach hinten. Auch Fischbrötchen. Ich habe die Nummer von meine, ihm. Wieso hast du die Nummer von ihm, Hermano? Einer von Ojis war hier, Bruder, der möchte irgendwas kaufen von uns, ja? Jay, und wie ist dein Nachname? Ja, ich wenn Fabian richtig abgewinnt, wäre locker. Natürlich bist du Amo, das weiß ich. Der Scheiß, fuck! Sabit Coin? Okay. Amo, gib mir seine Nummer. Der hat keinen Coin im Nachnamen, dieser Amo. Doch, hab ich. Schauen Sie nach, ich hab... Dieser Amo, wie abfällig redest du über ihn? Er ist ein Kali. Amo, was machst du so? Ja, aber der ist erst zwei Tage da. Der ist erst ein Kali, wenn er ein paar Jahre dabei ist. Paar Jahre, Mirda. Ja, also mindestens ein oder zwei so, dann... Zählt Larry seine Jahre auch, aber er hatte halt ein paar Mal Auszeit. Das war ein Witz, ihr könnt lachen. Nee. Wieso nicht? Weil er nicht witzig war. Doch, der war super. Vermisst du ihn? Willst du, dass er wiederkommt? Wenn ich ihn vermissen würde, dann würde ich ja nicht hier stehen, ne? Genau sowas will ich auch hören von dir. Okay, Hermano, Amo, gib mir mal seine Nummer. Das ist die 245. Ja. 531. Okay, und wie ist dein Nachname? Fere, Coin. Coin. Okay, und seiner ist Fere. Ja. 245531, richtig? 245531, ja. Er ist nicht wahr. Mirda. Okay. So, dein erster Auftrag. Milano, mach Mello ausfindig. Er soll mich kontaktieren. Viermal die 9. Werde ich machen. Er hat drei Tage Bann wegen Nachtjoin. Soll er sie anrufen? ja, richtig. Dauert okay, wahrscheinlich noch ein bisschen, bis er mich anruft. Aber ich bin bereit. Ja. Ich sag ihm das. Das ist crazy. Der arme Digga. Scheiße, Mann. Bruder, warum bist du denn nachgejoint? Der arme, Wallah, der arme Digga. Warum machst du das?
Warum denn? Okay, gut. Er kann mich auch in 3 Tagen anrufen. Ja, okay, sag ich ihm. Sehr gut. Ja. Durang, danke dir, vielen, vielen Dank. Okay. Guck mal, Mods, tut mir bitte einen Gefallen. Alle permanent bannen aus meinem Chat und Crossbann, wer noch einmal 1 vs 1 Eves reinschreibt. Perma und Crossbann, bitte. Nein, mach das nicht, Mods. Mach das nicht, mach Spaß. Ich wollte nur wissen, aber es haben sich wirklich fast niemand getraut. Ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's einfach nicht. Ja! Ihr Angsthasen! Ihr Angsthasen! Unserer besten Männer, ne? Ich muss überlegen. Ich habe ihn einfach so getroffen. Hallo, Mr. Bitcoin, hallo. Hola, Ricardo. Ricardo, ich habe jemanden, der sich vielleicht bei dir vorstellen will. Echt? Wo ist er? Er ist hier, er steht vor mir. Ein sehr guter Krieger. Das ist wo? Das ist bei mir am Anwesen. Sura, glaube ich. Bis gleich. Bis gleich. Sura. Cabo, dankeschön. Ey, Milano, was hältst du von den La Ondas? Sehr, sehr starke Leute drin. Viele Ex-Kalis auch. La Onda? Si. Ricardo, sehr, 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 wirklich sehr guter 12er Patron. Ich glaube, ich kenne da sogar einen, ja, ich glaube. Haben die blaue Hosen? Si, si. Die kommen jetzt hierher. Hör zu, Romano, du kannst dir das anhören. Ja. Was sagst du? Ja, ich schaue mir das auf jeden Fall an. Okay, Romano. Ich muss ganz kurz am Telefon. Romano, Lightcoin, mach mal das Gespräch weiter. Chat, ich gehe ganz kurz auf Toilette. Ganz kurz. Okay. Twitch Prime ist kostenlos, Leute. Wir haben High Trade Level 4. Twitch Prime ist kostenlos. Milano. Nein, tatsächlich nicht. Ein sehr, 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 sehr guter Mann, ja. Aber okay. Der kommt eh gleich, kannst du gleich mit ihm reden. Aber würdest du zu ihm gehen? Ich weiß nicht, ja, ich habe ja noch nicht. Da sind auch Ex-Kalis drin. Es geht ja nicht darum, ja. Ich höre mir den an, ich rede ein bisschen mit dem. Ja, aber allgemein ist ein sehr, sehr, sehr guter Mann, ja. Okay. Bruder, sag dir noch einfach die Wahrheit. Was denn? Dass Bitcoin ihn gefickt hat. Bruder, der hat ihn behindert, der hat ihn Distanz natürlich, der hat ihn gefickt. Warum aber? Jetzt ist das für ein Abwehr. Rausgeholt und gesagt, der kommt gar nicht rein. Kali hat er nie gesagt, das stimmt nicht. Oder? Milano. Ja? Das ist ein Upgrade, vertrau mir. Von Gashi zu La Onda. Ja, das ist, glaube ich, sowieso bei jeder Familie, dass es ein Upgrade ist, ja. Habe ich dich schon gefragt, ob du Ricardo kennst? Ja, hast du schon. Nein, also, ich kenne ihn. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr guter Mann. Was hat er die Familie, wo ein paar Ex-Kalis drin sind? Ja, ja. Da sind auch sehr viele Ex-Kalis von uns drin und die sind momentan stark. Verstehe. Mit der kommt der gleich hin, dann kannst du. Weiter, Penner. Ne? Einfach weiter. Das ist dein Zwölfer. Das ist dein Zwölfer. Hallo, Ricardo. Hallo, das geht aber, alles klar. Ja, alles bestens, jetzt nicht. Was geht ab? Wie läuft Transportunternehmen? Wie Transport? Dann Lightcoin-Transporte. Achso. Unser Sport ist Transport. Oder wie war das? Eigentlich gut. Läuft gut, denke ich. Gut. Wer ist denn jetzt die Kanada, sich vorstellen? Milano. Ja. Milano. Welcher von den beiden ist Milano? Grüne T-Shirt. So. Was geht ab, Milano, alles klar? Ja, bei dir? Wie lange bist du in dieser Stadt? Circa 3 Wochen, glaube ich. Du willst zu La Onda, aber gehst du Kali dich vorstellen, oder was? Nein, ich habe mich nicht hier vorgestellt. Ach so. Na, erzähl mal ein bisschen was von dir. Was hat die La Onda von dir? Ja, wie gesagt, ich bringe auf jeden Fall eine Menge Loyalität mit, ja. Loyalität bringt gar nichts in dieser Stadt. Ja, eigentlich bringe ich alles mit, aber Loyalität ist ja auch eigentlich sehr gut. Ich weiß ja nicht, ob in deiner Familie Loyalität herrscht. Mit die wiegen. Wie bitte? Mit was kannst du Loyalität wiegen, Milano? Mit Gramm, Kilogramm. Nein, nicht mit Gramm oder mit Kilogramm, aber Loyalität steht bei mir auf jeden Fall an erster Stelle als alles andere. Also wenn man. Guck mal, das ist Grundvoraussetzung. Natürlich. Grundvoraussetzung, um eine Familie reich zu machen, ist Loyalität. Sorry, Mr. Bitcoin. Er ist loyal. Milano sagt, er bringt Loyalität mit. Und ich sage ihm, das ist gut für die Sitzung. Das ist nichts. Selbstverständlich. Ja. Das ist deine Entscheidung, Ricardo, aber. Ja, ihr denkt falsch bei ihm. Ich habe sie aber wegen was anderem angerufen, Mr. Bitcoin. Das wäre? Wie mache ich das jetzt mit den Waffen?
Weil ich weiß, der nächste Schritt bei Sergio Mendes wird 100% Handküssen sein und ich werde ihn einen Stich verpassen, wenn er mir, von mir das verlangt. Das wird aber ich nicht kann nicht sagen, was der Schlüssel ist. So. Gashis. Aber ich werde doch nicht zu Gashis laufen, zu einem 90-jährigen Kopf nein. Familie und dann sagen, hey, kannst du mir reingeben? Ich will sie, Mr. Bitcoin. Nein, Gashis erniedrigen. Kaputt machen. Die haben so viele Waffen im Lager, du hast keine Ahnung. Die sind die Handlanger von Mendes. Solange die Gashis auf der Route sind. Die sind auf Sergio Mendes Route? Natürlich. Ja, dann werden die doch definitiv. Da wird sich doch Sergio Mendes 100% einmischen. Wie? Wieso will er sich einmischen? Das kann ich mir nicht leisten. Nicht jetzt, nicht nach 5 Tagen. Bitcoin, ich bitte Sie. Ja, aber das sind Gashis, die sind scheiße mir da. Ja, Gashis scheiße, aber Sergio Mendes ist leider nicht scheiße. Das ist das Problem. Also wenn wir von so Aussehen reden, dann doch. Oder von was reden wir gerade? Ich habe sie nicht verstanden, was? Wenn wir von seinem Aussehen reden, dann ist er scheiße. Ja. Sein Lesben ist scheiße. Seine Familie ist scheiße. Aber das kann ich mir trotzdem nicht leisten. Die nehmen die Wörter aus deinem Mund und drehen sie um, so wie sie es dann am besten passt. Ich werde mal schauen, wie das läuft. Solange wird mit SNS gefeiert, was soll ich machen? Wir haben schon einige Familien mit SNS umgehauen, also sollte, glaube ich, das erstmal kein Problem sein. Mr. Bitcoin, tun Sie mir einfach einen Gefallen, holen Sie die Scheißrote wieder. Dann herrscht erstmal ein bisschen wieder Ruhe. Bitte. Das ist mein Plan. Ja. Das ist tatsächlich mein Plan, Romano. Ja, aber sind deine Karnales auch dazu bereit? Sind die da und ready und heiß drauf? Haben die Lust drauf? Ja. Wir haben noch 1-2 Schrauben zu drehen. Und dann hauen wir Mendes wie ein Nagel in dem Holzbrett. Orale. Darauf bin ich gespannt. Sehr sogar. Milano, willst du mitkommen oder was? Oder willst du hier stehen? Ich kann mitkommen, gerne, ja. Orale, warte. Mr. Bitcoin, wir hören uns, ah? Kali. Gracias. Dankeschön, Mr. Bitcoin. Den Adler, Mano. Jetzt musst du dich selber beweisen, jetzt kann ich nichts mehr für dich tun. Du bist ein Believer, du würdest uns kriegen. Wir führen die Kriege, wir stehen, wir liegen. Die Amjas müssen dich mal schnell therapieren. Diego's Trash-Talk ist die Crack konsumieren. Oh, Schmutz, Bruder!